seht ja auch, dass sich diese Situation immer wiederholt. Das läuft ja seit 4 Jahren so. Und wenn der Befehl kommt von der Regierung, uns irgendwann mal zu erschießen, dann muss ich davon ausgehen, dann werden sie auch das nach Gesetz durchführen. Ganz einfach, die Doppelhaus-Garagenhälfte weiterhin bezahlen zu können, damit ihre Frau oder Freundin lacht abends, damit sie weiterhin friedlich ihre Kinder in die Kita oder in die Schule schicken können. Aber merken Sie eigentlich schon, dass sich auch unsere Kinder verändern? Dass plötzlich unsere Kinder konfrontiert werden, dass sie zwischen 72 Geschlechtern kombinieren sollen, dass Kinder völlig verstört aufwachsen, dass auch 18- bis 25-jährige Menschen heutzutage unter Störungen leiden durch diese unevidente Maßnahmenpolitik, die uns in den Abgrund bereits schon gestoßen hat im Vorfeld. Da lacht dieser Mandanten so zynisch, da könnte ich kotzen. Der behauptet, er ist im Namen des Volkes da und ist der Einsatzleiter hier. Ich kann euch was sagen oder ich kann ihm was sagen. Ich möchte nicht denselben Ton und dieselbe Respektlosigkeit an den Tag legen. Der Tag wird kommen, wo sie sich unglaublich schämen werden, dass sie heute keine FFP2-Maske aufhatten, sondern der öffentliche Dienst dafür sorgt, dass ihr Gesicht zu sehen war. Und das ist keine Drohung. Sie haben einem Unrechtssystem gedient. Und das wissen sie. Und wie er genau richtig sagt, die RKI-Files, die geben alles hervor, was ausreichen müsste für eine jede Staatsanwaltschaft und jeden Polizisten, der wirklich nach Recht und Ordnung seinen Beruf ausübt, um hier Hausdurchsuchungen und Verhaftungen durchzuführen. Denn aus denen geht hervor, dass ein Riesenverbrechen vorliegt und nichts anderes. Und das sind genau die Leute, denen Sie vertraut haben, nämlich die sogenannten Experten, das Robert-Koch-Institut. Nicht Bodo Schiffmann, nicht Dr. Perrin Dinecli, nicht Dr. Carola Javid-Kistel, sondern nein, genau denen, warum ihr eure Helme aufgesetzt habt, warum ihr diese evidenzlosen Kaffeefilter vorm Gesicht getragen habt, da steht drin, Kaffeefilter war eine Verarschung, war nichts weiter als ein Intelligenztest und maximal ein Parteiabzeichen. Nichts weiter, das steht da drin, wenn ihr euch mal die Zeit nehmt. Nehmt euch die Zeit, dann merkt ihr, dass ihr definitiv, wenn ihr 3- oder 4-fach gespritzt seid von Leuten wie meiner Schwester, die selber Ärztin ist, dann braucht ihr keine Langzeitplanung mehr machen. Dann wird der Turbokrebs euch einholen und ich rede hier nicht mehr in dem Fall, dass es passieren wird. Schaut doch einfach mal selber, wie hoch ist denn der Krankenstand? Nicht nur bei der Polizei, auch bei jeder Behörde, wo ich anrufe, egal was ist. Oh, bei uns sind gerade alle krank. Aber Leute, ihr seid doch alle wegen kriminalistischen Interessen Polizisten geworden. Was ist denn jetzt anders? Die Pandemie ist doch vorbei. Wieso ist so ein hoher Krankenstand? Wieso sind die Krankenhäuser jetzt und hier, während sie hier rechtswidrig gegen uns vorgehen und uns wieder unserer Menschenrechte berauben? Warum sind die Krankenhäuser jetzt voll, auch in Sachsen und zur Pandemiezeit eher pleite gegangen und unterhospitalisiert? Gibt es dafür eine kriminalistische Antwort? Ich glaube nicht, denn das steht in den RKI-Files. Und ich würde mich zu Grund und Boden schämen. Ich würde mich nur noch krank schreiben lassen und würde als Polizist sagen, dass ich psychisch drunter gelitten habe. Aber ich würde nicht mehr hier mit Springerstiefeln und kugelsicherer Weste gegen friedliche Menschen, die im Nachgang betrachtet Recht hatten, vorgehen. Schämt euch und ihr werdet euch schämen. 2 Jahre lang wurde ich terrorisiert wegen den Masken. Hatte mit über 200 Polizisten zu tun. Hab jedem Polizisten gesagt, lest doch mal den Beipackzettel oder die Verpackung. Da steht nämlich drauf, schützt nicht vor Viren. Das ist eine ganz einfache Sprache. Ich habe in 2 Jahren einen einzigen Polizisten dazu bewegen können, der ging zum Polizeibus, liest, kommt zurück und sagt, stimmt, steht drauf. Das ist immerhin eine Trefferquote von 0,5%. Versteht ihr, Leute, wo wir uns geistig bewegen? Auch ihr habt diese dämlichen, nutzlosen Masken, die euch sogar gefährdet haben, aufgesetzt. Ihr habt euch nie die Mühe gemacht in 2 Jahren, einmal den Beipackzettel zu lesen. Das ist blind gehorchen. Ihr schadet euch, nicht nur uns. 1931 war übrigens auch ein Deutscher. Otto Heinrich Warburg, der hat dafür den Nobelpreis bekommen.